Und Olithena. Stimmt, das ist ja ein Normal-Pokémon, ne? Jetzt, wo es sagt. Das ist sowieso so super seltsam, wenn manche Pokémon einfach als Doppeltyp normal dann noch dazu haben. Like, hä? Wer dachte sich, es ist eine gute Idee, normal als Zweittypen zu nehmen? Wie überaus seltsam und unnötig ist das denn bitte? Ja, du hast dadurch eine Geisterimmunität und eine Kampfschwäche. Aber das war's dann auch. Ansonsten ist es super nutzlos. Was mir gerade einfällt. Welche VMs brauchen wir alles, um zu Red zu kommen? Okay, ich habe genug, die Kraxler potenziell lernen können. Was kannst du mir denn beibringen? Bist du der, der Dracometeor beibringt? Dies gefälligst die Aufzeichnungen dort. Ja, Moment. Ah, der bist du. Kannst du, wenn Dracometeor beibringen? Ja, kannst du wirklich. Ich muss nur ein paar VMs vorher rausschmeißen. Nee, du bist der Herzschuppen-Dude. Die Peltre ist grün, das geht als Pflanzenstarter durch. Svenja auch. Die Frage ist, brauchen wir Zertrümmerer? Dann kann ich die jetzt gleich direkt mal rausschmeißen. Fliegen brauche ich auf jeden Fall noch, um wieder zurückzukommen. Auch wenn ich einfach Pokémon einfach austauschen könnte, aber Fliegen ist auch eine okay Attacke. So, wer hat denn potenziell noch VM-Attacken? Svenja hat noch den Zertrümmerer. Aber Svenja hat auch allgemein gute Attacken. Das ist nicht schlimm, wenn sie noch einen Zertrümmerer hat. Joa, das funktioniert eigentlich ganz gut. Du. Ja, ich glaube, du kriegst gleich den Kraxler. Super Attacken, nichts ändern. Oh, Kaskade, Surfer, Erdbeben, Gainer ist auch alles voll in Ordnung. Ist auch alles super. Vielleicht noch eine Bodenattacke. Stärke, Kraxler, Surfer und Zertrümmerer und eventuell auch Kaskade. Stärke haben wir nicht im Team. Nehmen wir erstmal den Kraxler. Weil da geh ich schon stark davon aus, dass man den auch braucht. Ale, lern mal zu kraxeln. Und dafür tschüss Lehmschelle. Ale ist jetzt nur ein Bergsteiger geworden. Und ich glaube, den Stärke kann er auch mitnehmen. Die ist, glaube ich, auch besser als der Doppelschlag. Und jeder könnte Stärke lernen. Nice. Bei Stärke brauchen wir nicht. Egal, ist besser als der Doppelschlag. Also nehme ich es einfach mal mit, sicherheitshalber. So, Surfer Kaskade haben wir. Das ist auch okay. Joa, ich glaube, dann haben wir alle wichtigen VMs. So, habe ich jetzt noch irgendeine gute TM, die man noch bei. Ich hätte einen Schaufler. Für wenn, ne? Was ist denn da noch eine Bodenattacke? Spukball, Hitzekeule. Kann irgendjemand. Braucht irgendjemand den Spukball? Ich guck mal, wer es potenziell lernen kann. Niemand. Ach so, okay. Dann ist ja gut. Steinhagel. Ja, Drachenpuls. Kreuzschild? Nein, eigentlich auch nicht. So. Da gucken wir doch einfach mal. Wir haben ja noch ein paar Herzschuppen. Ob irgendjemand noch eine gute Attacke per Herzschuppe lernen kann. Oh, alle Zähne. Oh, und Knirscher. Knirscher ist halt schon besser als die Finsteraura, gerade weil Svenja eher physisch unterwegs ist. Oh ja.
Es tut mir leid. Ich weiß, das ist die finstere Aura mit dem geilen Geräusch. Aber es lohnt sich einfach nicht. So. Kann Van noch irgendwas Cooles lernen? Sandgrab. Okay. Nun. Noch irgendjemand im Team, der vielleicht noch eine Attacke bräuchte. Gab es ja eigentlich schon Eiszapfhagel? Oder war das erst ein Gen 5 Attacke, ne? Ich glaube, ich nehme echt mal den Holzhammer für die Ekelsamen mit. Einfach nur für die Power. Okay, Gen 5. Dann ist wahrscheinlich der Eiszahn wirklich das Beste für Ale. Na gut, dann... Ach, nehme ich den Draco-Meteor jetzt eigentlich noch mit? Die Sache ist, wenn, dann wäre es eh nur für einen Drachen-Pokémon. Das ist sehr effektiv. Für alle anderen tut es einfach nur so sehr weh. Dann nehmen wir den mal mit. Die restlichen Attacken sind eh alle physisch. Das heißt, es ist gar nicht mal so schlimm, wenn ich einen Draco-Meteor mache. Ja, let's go dann. Okay, dann haben wir jetzt doch, glaube ich, ein sehr gutes Team aufgebaut. Steinkante, Erdbeben, Knirscher und Zertrümmerer halt als VM. Ist sehr schön. Erdbeben, Stärke, Eiszahn und Kraxler, auch sehr schön. Eisenschild, Patronhieb, Nachthieb, Kreuzschere, kann man nicht meckern. Kaskade, Surfer, Erdbeben, Gena, auch super. Erdbeben, Knirscher, Blättersturm und Holzhammer. Moment. Ja, und Draco-Meteor, Fliegen, Schaufler und Finte. Schon nice. Dann brauchen wir jetzt noch ein paar coole Items. Das Schlauglas. Wir hatten überwiegend spezielle Attacken. Eigentlich niemand. Dann Muskelband für überwiegend physische Attacken. Ich glaube, das kann Ale mal nehmen. Wir haben sicher noch ein Zauberwasser für Chip. Da. Wobei, Moment, wir können das Schlauglas... Van geben. Damit die Draco-Meteor noch mal ein bisschen mehr reinböllert. Die Großlinse können wir Svenja geben für die bessere Trefferrate bei der Steinkante. Und dann fehlt noch einer für Natsumi. Für stärkere Pflanzenattacken. Einfach um irgendwie richtig hart zu böllern. Okay. Dann müssten wir jetzt einmal noch mal kurz einkaufen gehen. Willkommen. Ja. Hast du auch all seine Tränke? Hypertränke nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Joa, das sollte, glaube ich, reichen. Top-Genesung hätte ich gerne noch ein paar. Das sollte auch reichen. Und ein paar Hyperheiler. Joa. Okay. Dann sind wir ready für Red. Müssen nur noch hin. Drachenattacken sind die stylischeren Normalattacken. Schon. Gerade mit der Einführung des Feentypen auch nochmal, weil die dann auch noch einen Typen haben, gegen die einfach nichts machen können. Aber ja, du benutzt keine Drachenattacken, außer du bist ein Drachen-Pokémon. Weil die einfach nichts bringen in den meisten Fällen. So, dann machen wir eben noch auch einen Save. Und, hoppala, let's go. Zack, zack.
Denk mal, 9 Topschutz sollte reichen. Wobei, ich hatte gerade noch was gelesen von, man braucht eventuell noch Blitz. Ich hoffe nicht. Noch ist es hell genug. Aber wir sehen es ja dann. Punkt ist nur gut, weil sie gute Werte haben und nicht wegen dem Typen. Wobei, der Drachentypen an sich ist sogar gerade am Anfang gar nicht mal so schlecht, weil er halt sehr defensiv ist. Gerade am Anfang halt, dass du immun gegen, oder nicht immun, aber halt resistent gegen normal, eigentlich normal, gegen Feuer, Pflanze, Wasser und Elektro bist, ist halt schon echt praktisch. Welche Drachen hast du am Anfang? Gar keine. Ich glaube echt, so der früheste Drache, der mir so spontan in einem Playthrough einfallen würde, wäre Milza in XY bei Petrophia. Beziehungsweise vor Petrophia. Oder Kindwurm in Alola. Da noch auf der ersten Insel. Wo das, dieses Kindwurm, was Brutalanda halt als Hilfe rufen kann. Stimmt, du kannst in Dratini in Dukatia kaufen. FM in Ultrasonne, Ultramond. Wobei, FM hat wieder das Problem, dass die Werte absolut trash sind. FM ist super schlechtes Pokémon zum Start. Ob das jetzt so eine gute Wahl ist, ist die andere Frage. Bin ich da nicht einfach nur im Kreis gelaufen gerade? Ich glaube schon. Ich glaube, ich muss weiter hoch. Oh, ich habe ein paar Fossil gefunden. Aber das wären so die Early-Drachen-Pokémon, die man kriegen kann. Aber von denen würde ich wahrscheinlich schon eher sagen, Kindwurm ist gut. Gerade auch als Draschel defensiv. Brutalanda ist... Oder... Kind... Nee, Milza. Milza ist gut, gerade offensiv. Noch weiter hochklettern? Nee, ne? Kaumalat stimmt, in Gen 4 ist ja auch recht früh. Ja. FM, wie gesagt, eher ein bisschen trashig. Also man kriegt schon, also so meist so nach der so zweite, dritte Arena herum kann man schon seine ersten Drachen-Pokémon eigentlich kriegen. Das ist gar nicht mal so spät. Wobei ich glaube, was wirklich anfangs am brokensten ist, sind wirklich Geister-Pokémon. Einfach durch die Fülle an Normal-Pokémon und Normalattacken, die man am Anfang hat. Da hast du wahrscheinlich noch echt die besten Karten. Ich würde mal behaupten, dass Geister-Pokémon wahrscheinlich noch ein bisschen rarer gesät sind. Aber dann wiederum kriegst du hier legitim vor der ersten Arena schon einen Geist. Im Knofensa-Turm. So. Wir sind oben angekommen. Wir sind bereit. Wird Zeit für Red. So, Moment, einmal nochmal speichern. Punkt, 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 Punkt. Pokémon-Trainer. Pikachu wurde gegen ein Knackleon ausgetauscht. Dann aber wiederum...
Es knackt mir und leider ein super gefährliches Pokémon für Svenja, weil es ein Boden-Pokémon ist und wir nicht auswechseln können, dank Auswechslos, als es das hat. Von daher hören wir einfach drauf. Fast ein One-Hit. Das Erdbeben könnte jetzt aber auch ein bisschen wehtun. Aber ich habe uns unserer schon eine gute Verteidigung zugetraut. So. Ach, der kann auch heilen. Okay. Andererseits ist das immer noch ein Despotar. Ja. Despotar haut auch mächtig rein. Oh, nice. Einfach Knackle und weggecrittet. Okay. Dann schauen wir doch mal, was da jetzt noch so kommt. Panferno. Ja. Ich würde sagen, Chip, dein Job. Einfach eine Kaskade in die Fresse. Nahkampf. Das könnte wehtun. Das hat gesessen. Aber im Idealfall böllert jetzt Chip das Ding einfach weg, dank des Nahkampfs. Jo. Red, wenn er seine Startentsinnung gekriegt hätte. Oh, das wäre jetzt aber geil, wenn Empoleon und Chilterra jetzt noch kommen. Ich glaube nicht dran, aber es wäre schon witzig. Rihornior. Ja, da schicken wir Natsumi mal rein. Oh, ist Level 80er sogar nur. Ja, Blättersturm drauf, würde ich sagen. Easy. Spezialangriff Drop stört mich nicht. Ich wollte wahrscheinlich eh nicht drin bleiben, je nachdem, was jetzt kommt. Wollte ich da gerade fragen, wieso wollte er ein Rihornior in ein... Oh, X-Bud. In ein Morlord reinschicken. Joa, X-Bud kann dann mal Ale machen, würde ich behaupten. Schade, dass du Despotar nicht den Drachentyp hast, weil Zidoriken für mich kein wirklicher Drache ist. Despotar als Drache wäre auch schon stylisch. So, Eiszahn. Horrorblick, okay. X-Bud hat Ale voll im Visier. Ale darf nicht mehr gehen. Da wird ja wohl auch ein easy One-Hit, oder? Na, nicht ganz. Ob er jetzt nochmal heilt? Ja. Übrigens, bei solchen Kämpfen versuche ich immer so gut es geht, dass jedes meiner Pokémon eins vom Champ hier / Red halt besiegt. Finde ich immer sehr stylisch. So One-on-Ones. Mal gucken, ob es funktioniert. Bisher haben wir ist es noch gut aufgegangen, die Rechnung. Zwei Pokémon hat er noch, zwei haben wir noch. Hytera. Das ist ja wohl das einfachste Pokémon, was Xerox sich nehmen kann. Oder wir schicken Van rein, in der Hoffnung, dass Xerox danach dann noch ein anderes hat. Ich schick Van rein. Ich hab da schon Bock, das mit Xerox zu beenden. Viel muss man gegen Hytera ja eigentlich auch nicht machen. Das ist der Lapras-Ersatz. Passend irgendwie. Graben wir uns mal ein und gucken mal, was es macht. Oder das Relaxo-Ersatz. Es passt auch. Lichtschild. Das ist okay. Wir greifen überwiegend physisch an. Das letzte ist dann ein Feuer-Pokémon. Dann weine ich ein bisschen. Dann gucke ich nochmal mit denen. Jeder besiegt ein Pokémon. Das war sehr langsam. Wow.
Dann sollte ja wohl eine Finte für das bisschen wohl ausreichen. Vierte Gen HP Bars. Ja. Yep. Heatran, let's go. Mal gucken. Traunmagil. Das ist okay, weil es hier noch nicht die Magieflamme hat. Weil es die Attacke, glaube ich, erst in Gen 6 oder so dazu bekommen hat. Das ist okay. Nachthieb into Patronenhieb gleich Ende, würde ich behaupten. Wenn der Nachthieb selbst schon nicht ausreicht. Groll. Ja, gut. Ja, ich würde behaupten, dass es das schon war dann. Als ob der mit einem KP Nee, never mind! Der Sandsturm! Svenjas Sandsturm hat's beendet. Svenja denkt sich im Pokéball so. Svenja hat einfach Scherox den Kill geklaut. Aus dem Sandsturm, aus dem Pokéball heraus, mit dem Sandsturm. Punkt, 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 Punkt. Und tschüss. Der Kampf war sehr angenehm, ja. Obwohl wir jetzt gar nicht mal so hart überleveln, wir waren auf dem gleichen Level im Endeffekt. Aber wir haben einfach ein sehr gutes, ausgewogenes Team gegen den Gegner gehabt. Jo. Damit haben wir auch den stärksten Trainer des Spiels besiegt. Und haben jetzt auch Hard Gold vollständig abgeschlossen. Wir haben in Kanto ja halt ein bisschen, das ein bisschen schneller gemacht, weil Kanto hat halt einfach nur die ganzen Arenen. Es ist nur ein kleiner Fanservice. Suicune läuft irgendwo rum. Ein paar legendäre Vögel laufen rum. Ich glaube, man hätte noch in die Azuria-Höhle gehen können, wo Mewtwo noch rumläuft. Aber ansonsten, ich glaube, das Highlight ist eigentlich schon halt Johto plus den harten Kampf am Ende gegen Red. Also normalerweise hart, aber ja. Und ich finde, da haben wir auf jeden Fall ganz gut was gesehen. Und Eugene läuft Suicune immer noch hinterher. Und Lugia gibt es auch noch. Ja, da muss man, glaube ich, irgendwo sich noch die Silberschwinge holen. Aber ja. War trotzdem sehr nice. Also, Gen 2 hat mir doch echt gut gefallen. Ich glaube, es lag echt einfach daran, dass ich Gen 2 einfach sehr, sehr lange nicht gespielt habe und es dadurch ist in Vergessenheit geraten, ist einfach immer weiter in meiner Liste runterfiel. Aber jetzt, wo ich das einmal nochmal komplett durch habe, würde ich sagen, sehr solide. Nicht unbedingt meine Lieblings-Gen, aber auch nicht unten. Da ist Kapu. Also es ist auf jeden Fall eine sehr gute Mitte. Und wenn ich jetzt einfach nur an das, wie gut das Remake an sich ist, würde ich sagen Platz 2. Ja, die Levelkurve ist so ein bisschen anstrengend. Hier ging es ja durch die ganzen Sonderbonbons. Aber ansonsten wäre es echt so quasi für Red sich hochleveln sehr anstrengend. Aber wie gesagt, ansonsten Remake-technisch top. Ich glaube, mir gefällt Oras als Remake nochmal einen Tacken besser. Aber ich glaube, das liegt wahrscheinlich noch daran, dass mir einfach die dritte Gen besser gefällt und deswegen bin ich da vielleicht ein kleines bisschen biased. Aber es ist zumindest das zweitbeste Remake von Pokémon. Was nicht schwer ist bei der Konkurrenz, sagen wir mal ganz ehrlich. Also Feuerrot, Blattgrün ist auch grundsolide, auch als Remake. Und BDSP wollen wir gar nicht erst drüber reden. Aber das hat es auch sehr gut gemacht. Und ich meine, wenn ich es im Hinterkopf noch richtig habe, ich hatte damals auch mit dem Pokéathlon recht viel Spaß. Ich glaube, es hätte wahrscheinlich HeartGold, SoulSilver nochmal, nicht HeartGold, Oras nochmal einen Tacken besser gemacht, wenn die sich an Smaragd orientiert hätten. Aber ja. Hat mir sehr gefallen, das Projekt. Dass ich endlich mal wieder Hard Gold gespielt habe. Und es war auch ganz witzig mit euch überall da drin. Mit den ganzen Pokémon, die wir nach euch benannt haben. Die meisten sind auch wirklich zum Einsatz gekommen.
Es gab leider so ein paar von euch, die ich nicht wirklich einsetzen konnte, weil ihr einfach ein bisschen Pech mit dem Pokémon hattet. Aber die meisten haben wir doch, glaube ich, gut verwendet. Ich würde behaupten, es war vielleicht maximal 10 oder so, die wir gar nicht verwendet haben. Also es hat gut funktioniert. Jo. Wir können uns ja einmal nochmal in unser Zimmer stellen. Beziehungsweise, wo landen wir? Landen wir in unserem Zimmer? Ja. Mit Svenja zusammen. Was, Svenja, was sagst du zu dem Abschluss des Projektes? Svenja erschnüffelt all die neuen Gerüche des Zimmers. Okay, sorry, dass ich gepupst habe. Muss sie nicht gleich immer hier exposen? Mann. Svenja, ey. Okay. Wobei wir Svenja auch gar nicht mal so oft dabei hatten. Wir hatten sie halt am Anfang sehr lange. Bis jetzt, glaube ich, zu einem Pupita geworden ist, so herum. Was dann auch schon so ungefähr die dritte, vierte Arena auch schon war. Und danach halt erstmal nicht mehr. Und jetzt halt zum Schluss nochmal. Und hey, sie hat den finalen Schlag irgendwo gemacht. Also hat schon gepasst. Jo, dann war's das für heute. Und auch mit diesem Projekt.